die Urlaubszeit kommt. Und mir geht es dieses Jahr so, dass ich endlich mal kapieren will, was ist eigentlich so eine Solarzelle? Ich kann keine aufs Dach machen bei uns. Dafür wohnen wir zu viele bei uns im Haus. Auf einem anderen Haus, was ich noch in Hunsrück vielleicht hätte, könnte ich es vielleicht machen. Hab's aber noch nicht gemacht. Und da geht etwas an mir vorbei und ich will es nachholen. Und da gibt es jetzt jede Menge an diesen sogenannten Solarzellen, die man relativ, das hat 75 Euro gekostet. Sieht aus hier, wenn man zusammenklappt, wie ein großer Laptop. Und das kann man schön mitnehmen, kann man aufstellen beim Picknick oder irgendwie. Und jetzt kann man den Strom, den man da durch die Sonne bekommt, den kann man hier in den Laderegler hineinschieben. Da heißt es nun hier, aha, ich sehe, das Lämpchen leuchtet rot. Wenn ich es ausschalte, ist es aus. Ich mache es nochmal an, vielleicht sieht man es, dass es jetzt rot leuchtet. Das ist der Verbraucher, der ist grün. Das heißt, ich kann jetzt hier Strom entnehmen, weil nämlich dieses Panel hier unten diesen Akku aufgeladen hat. Und da sehen wir, dass der 12,91 Volt hat. Und wenn wir hier ein bisschen mehr Licht drauf hätten, dann würde der bei 13,8 die Solaranlage abschalten. Denn dann ist der Akku richtig schön saftig voll. Wenn man vielleicht ein paar mehr von diesen Akkus hat, kann man nacheinander ein ganz schönes Kraftwerk zusammenbauen. Leider ist das, was ich bestellt habe, heute noch nicht gekommen. Vielleicht liegt es jetzt zu Hause. Das ist ein Wechselrichter, ein kleiner für 15 Euro, der hier angeschlossen wird, dann an der Batterie und daraus 220 Volt macht. Das heißt, kleine Verbraucher kann ich sogar über die Steckdose dann bei meinem Picknick irgendwo laden. Und das Ganze könnte sein, dass es mir sehr viel Spaß macht, denn ich nehme es mit in die Schweiz. Und da haben wir schon erfahrungsgemäß ein bisschen mehr Sonne dort auf dem Balkon, wo ich das Gerät hinstellen werde. Und ich werde also alle Handys und alles, was ich so dabei habe, die werden in diesem Jahr solar geladen. Und solar bin ich auch dabei, in meiner Alarmanlage einiges zu tun. Das ist dann ein bisschen kleiner hier. Das ist so ein Solarpanel, was bei einer 50-Euro-Anlage dabei ist. Da ist viel Kabel dabei. Das heißt, hier mit der 50, da kann ich eventuell das Solargerät um die Ecke vom Haus montieren, da wo die Sonne ist. Und dann hier diesen Scheinwerfer mit dem Bewegungsmelder hier unten um die Ecke rum montieren, dass der eventuell Leute aufnimmt, die sich da unrechtmäßig nähern. Und dann schaltet der so ein und man sieht es, das ist ganz schön hell. Das sind 12 Leuchtdioden a 1 Watt und 70 Minuten mit drei kleinen Akkus, die da drin sind. Und diese 50 Euro, das wäre bei der Homatic, wenn Sie die aufverwenden wollen für Ihre Alarmanlage, würden Sie das niemals kaufen können dafür. Das wäre sehr viel teurer, weil ja der Funk da dabei ist. Aber Sie können sich selbst etwas basteln. Und zwar aus einem solchen Türsensor. Ich habe alle meine Türen da auch mit versehen. Das sind allein nachher 10 Türen geworden. Da ist die Elektronik drin, da ist der Akku drin. Das soll immerhin, das soll 2 Jahre soll das halten. Ist die billigste Knopfzelle übrigens für, ich glaube, ich habe da 28 Cent für bezahlt. Die muss man alle 2 Jahre austauschen. Und dieses sendet jetzt der Zentrale, wenn ein Magnet hier vorbeikommt. So, ich zeige das nochmal hier. Ja, wenn ein Magnet vorbeikommt. Ne? Hier, gelb und dann grün. Das Grüne heißt, das Gelbe heißt, es wurde gesendet, dass hier eine Bewegung stattgefunden hat. Und das Grüne heißt, die Zentrale hat das verstanden, schickt das wieder zurück. Das ist also eine bidirektionale Kommunikation. Vielleicht sollte man darauf achten, denn manchmal schickt man etwas in die Luft und glaubt, dass man das Garagentor geöffnet hat und in Wirklichkeit war es schon offen oder irgend so etwas. Also das meldet dann immer zurück, was es da geleistet hat. So etwas kostet also wie gesagt 50 Euro inklusive diesem Solarpanel. Und dann heißt es einfach, sich Gedanken machen, was kann man denn mit Solartechnik heute noch alles machen.
diese subventionierten Solartechniken. Das wird bald aufhören, schätze ich. Oder die Subventionen werden bedeutend geringer werden, weil es kaum noch bezahlbar ist. Aber warum soll man nicht etwas investieren, was keine Subventionen bekommt, was aber unglaublich viel Spaß bereitet?